Sonderbonbon. Cool. Auch wenn ich zu geizig bin, die einzusetzen. So, was erwartet uns hier? Hallo. Mein Vater war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Ist das dein Vater? Hast du die Safari-Zone in Fuxania City schon besucht? Nein. Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Ja, ich bin gespannt, ob ich es schaffe, da was zu fangen. So, hallo. Der Kapitän war kreidebleich, er sah schlecht aus. Hallo. Viele Leute werden leicht seekrank. Ja, passiert. So, wenn wir da weiter hochgehen, kommt Gary. Beziehungsweise Penis. Aber ich will lieber noch ein paar Erfahrungspunkte abgreifen. Und vorher noch ins Pokémon Center, deswegen gehe ich erstmal hier hin. Hallo. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Schön. So, gab's hier nicht hier Dings? Ja, hier gab's auch Trainer. Ahoi, Seemann, bist du seekrank? Nö. Ich kann's dir auch beweisen. Ist das nicht toll? Macholo? Ja, ist mir ziemlich egal. So, Krankenhieb. In deine Fresse und nicht tot. Karateschlag dürfte, ja, wenig Schaden machen. So, Macholo ist tot. Oh, ihr immer mit euren Tentachas. Ihr nervt. Merkt ihr es nicht. Ach, ich hasse Tentachas. Ich sag's gerne nochmal. Weil der Hass, den ich für Tentachas den ich für Tentachas empfinde, den kann man nicht in Worten ausdrücken, sondern nur in Taten. Und zwar indem man sie alle abschlachtet. Ungefähr so. Level 28. Das ist gut. Du hast Glück gehabt. Ja. Hallo. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Naja. Hey, wie wär's mit einem Tänzchen? Ich bin kleiner Junge. Es kommt gleich Pedo rüber. Du hast Macholo, ich hab ne Mender. Ich denke mal, ich bin besser dran. Schon allein wegen des monströsen Levelunterschieds. So, Tackle. Ach, ich hätte gedacht, das würde noch reichen, aber egal. So. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Tentacha. Nein, Muschas. Ja, warum nicht? So, Rankenhieb. Und fertig. So. Ich bin beeindruckt. Schön, freut mich. Hallo. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Ja, scheiße. Brrr, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Ach, jetzt haben wir alles abgeklappert. Es ging ja schnell. 35 Minuten. Jetzt noch zurück ins Pokémon Center. Und dann wird noch gegen Gary gekämpft. Dann wird noch das Schneider geholt. Und dann werde ich wahrscheinlich gleich in Arena gehen. Für zumindest einen Trainer. Ach, ich liebe das Lied. Ich glaube, das muss ich mir irgendwie mal runterladen, mitschneiden, was immer. So. Willkommen, Pokémon Center. Bla 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 bla. So, heil mal. Schlampe. Ja, ich weiß. Mein Pokémon sind hier topfit. Danke sehr. So. Da, 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 da. Dann, ja, ich hab immer noch ein Ticket. Jaha.
Danke. So, dann war es hier lang. So. Aber was packe ich denn nach ganz vorne an der Spitze? Hat er ein Kadabra? Ich glaube, das kommt erst später. Dann packe ich das mit nach vorne. So, weil es sich anbietet. Hallo. Hallo, Penis. Sieh an, Ash. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Ash, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Ja, und ich habe 4 verfickte Taubsis. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Ja, und ich habe nur Taubsis die letzten Male. Versuch dein Glück im hohen Gras. Ach, nee. Penis möchte kämpfen. Setz den Habitak ein. Kann ich vollkommen mitleben. Level 19. Vor allem kann ich damit gut leben. Hornattacke. Wie wär's damit? Wow, Desmond. Das war gut. Ratfratz. Ich glaube nicht, dass ich wechseln möchte. Doppelkick. Und tschüss. So. Sandan. Ja, da wechsle ich jetzt mal. Das war auf Amanda. So. Krankenhieb. Und fertig. Evoli. Ja, das ist wieder ein Job für Desmond. Desmond, der Mutter. Bin ich hierher gekommen. Ende. Und... ach. Aber egal. Kommt ja noch der zweite Kick. So. Das war's. Ash besiegt den Penis. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, auch wenn ich die letzten Mal nur Taubsis gefangen habe. Und Tauboga. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du sollst den alten Mann mal besuchen. Ciao. Ja. Ciao. So. Hey. Alles klar? Ups, es geht mir gar nicht gut. Ups. Ash massiert den Kapitän den Rücken. Rubbel. Schrub. Ich danke dir. Oh mein Gott. Das ist pädophil. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider bei. Ganz leicht bei. Ja, danke, Pedro. Obwohl, er hat es aus freien Stücken nur gemacht. Vielleicht doch nicht ganz so, Pedro. Ja. Wir müssen gar nicht ins Pokémon-Center. Cool. Obwohl... ich gehe gleich nach Mamoria City. Weil ich es kann. Weil wir dann den schönen Zerschneider jetzt haben, den ich jetzt einsetzen werde, bevor ich es vergesse. VM01 Zerschneider. Yep. Amanda, alter Ia. Schwere Entscheidung. Nehme ich mal alter Ia. Ja. Ja, und zwar mach mal Kratzer weg. Oh, Urheuler. Ist gut. So. Sehr schön. Dann gehen wir gleich mal durch die Diktahöhle nach Mamoria City und ja. Tschüss. Ah, warte, ich wollte mitkommen. Scheiße, nein, los, wartet, nein, nein. Warum?
Ich wollte mir auch nur kurz einen Kaffee holen. Und Zigaretten. Weil Ash mit 10 Jahren schon raucht. Das ist cool und so. Nicht. So. Da, da, da. Oh, ich kann einfach nicht aufhören, diese verdammten Lieder einfach die ganze Zeit mitzunehmen. Ja, Dickter Hühler bietet es sich an, den Ender nach vorne zu packen. Obwohl, wollen wir die ganze Zeit gegen alle kämpfen? Ich könnte auch Schutz kaufen. Das mache ich jetzt auch einfach. So, Schutz kaufen. Ich will Schutz kaufen. So, 4 Stück. Muss reichen. Danke sehr. Da, 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 da. Hallo Pikachu, wie geht's dir? Ah, der ist glücklich. Und total aufgedreht. Ein kleines glückliches, aufgedrehtes Pikachu. So, dann hauen wir mal die Schutz drüber. Oh ja, gegen Dickdries wird er zwar nichts bringen, aber wenigstens Dick das. Dann lassen wir uns wenigstens die in Ruhe. Vor allem, weil Dickdries ja auch ziemlich selten sind, insofern geht das voll klar. So. So, hallo. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken, wie zum Beispiel den Zerschneider, anwenden. Okay, da war ein Haus weiter. Ich will nämlich Blitzer. Aber muss man das hier so machen? Zerschneider. Gut gemacht. Der Schutz wirkt nicht mehr. Ja, von mir aus. Hallo. Sobald ein Snail-Pokémon Blitz erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Die sehen alle gleich aus. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich, VM05. Also Ash, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Super, du hast 20 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, nimm. Hier, das hast du dir wirklich verdient. Danke. Ja, mit der VM kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Schön.